bitte Sie, die Plätze einzunehmen, sodass wir heute in die Sitzung starten können. So, meine Damen, meine Herren, verehrte Stadträte, ich begrüße Sie zur 21. Sitzung des Stadtrates in dieser Wahlperiode, stelle die ordnungsgemäße Leitung und die Beschlussfähigkeit fest. Schon vor einigen Minuten hatten sich mit 44 Mitgliedern eine ausreichende Anzahl an Stadträtinnen und Stadträten eingetragen gehabt und insoweit sind wir beschlussfähig. Zum Ablauf der Tagesordnung. Angesichts der weiterhin hohen Ansteckungsgefahr und der bestehenden Corona-Verordnung habe ich mit dem Ältestenrat auf die Ihnen vorliegende Tagesordnung geeinigt. Wir beginnen mit dem Bericht des Oberbürgermeisters, anschließend die Fragestunde mit einer Fragerunde. Hier beginnt die AfD-Fraktion dann. Anschließend ist die Aktuelle Stunde an der Reihe, bei der nach dem Einreicher in diesem Falle dann die Fraktion Die Linke beginnt. Den Tagesordnungspunkt 9 darf ich auf Wunsch der Einreicher noch einmal von der Tagesordnung nehmen. Ohne Debatte haben wir keine Tagesordnungspunkte heute. Die Tagesordnungspunkte 7 und 8 werden wir gemeinsam behandeln. Diese wurden ja wegen der besonderen Bedeutung der Entscheidung in den Stadtrat gehoben. Ich weise Sie wie immer ausdrücklich darauf hin, dass während der Sitzung sowie bei Sitzungsunterbrechung und der Pause in der gesamten Messe eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Dies darf lediglich während eines Redebeitrags abgenommen werden. Auf Wunsch aus dem Stadtrat haben wir auch dafür gesorgt, dass zwischen den einzelnen Redebeiträgen das Rednerpult desinfiziert wird. Vielen Dank schon mal im Voraus. Mir liegen zudem drei Anträge vor, die ich ohne Beachtung der Ladungsfrist heute behandeln lassen soll. Erstens, die Fraktion Freie Wähler beantragt die Behandlung des Verhandlungsgegenstands Verwaltungszentrum Ferdinandplatz Entscheidung über Vergabe im Stadtrat. Hier sind die Gründe für eine heutige Behandlung ohne Form und Frist weder genannt noch ersichtlich. Im Übrigen ist der Stadtrat hier auch nicht mehr zuständig. Ich würde dennoch noch mal ganz kurz Herrn Dr. Lames bitten, hier dazu auszuführen, warum das auch so ist. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es ist zwar richtig, dass in der Begründung zur ursprünglichen Vorlage noch von einem Stadtratsbeschluss zur Vergabe an den ausgewählten Bieter bis Oktober 2020 gesprochen wird. Damals ist allerdings der Stadtrat auch noch von dem damals ja zugrunde liegenden Modell der Errichtung des Verwaltungszentrums durch die Landeshauptstadt selbst ausgegangen. Der Stadtrat hat dann aber am 17. Dezember 2020 die Übertragung des Baugrundstücks auf die juristisch selbstständige Kommunale Immobilien Dresden GmbH und Co. KG und unter Nummer 3 dieses Beschlusses auch den Austausch der Auftraggeberstellung beschlossen. Das hat er unserer Auffassung nach in voller Kenntnis auch der damit entfallenden Zuständigkeit für die eigene Entscheidung über die Vergabe getan. Denn in der Begründung zu diesem Beschluss, wohlgemerkt, der Beschlusstenor war der Wechsel der Auftraggeberstellung. Und in der Begründung heißt es unmissverständlich, die KID KG wird anstelle der Landeshauptstadt Dresden das Vergabeverfahren zum neuen Verwaltungszentrum Ferdinandplatz zu Ende führen, das Verwaltungszentrum am Standort Ferdinandplatz errichten, betreiben und an die Landeshauptstadt Dresden vermieten.
Ein Rückholrecht für diese Auswahlentscheidung besteht nicht, selbst wenn man bei wohlwollender Auslegung den Antrag so verstehen würde, dass es gewollt ist, dann wäre er unzulässig, denn man kann innerhalb von 6 Monaten nach unserer Geschäftsordnung nicht beantragen, den Beschluss vom letzten Mal einfach wieder aufzuheben. Vielen Dank, Herr Dr. Lammes, nochmal in Ergänzung. Dann habe ich einen zweiten Antrag vorliegen. Die CDU-Fraktion hat einen Antrag zum Parkplatz neben dem Blauen Wunder gestellt. Auch hier ist nicht ersichtlich, welche gravierenden Schäden für die Stadt entstehen, wenn wir diesen Antrag nicht form- und fristgerecht behandeln. Ich sage Ihnen jedoch zu, dass wir zu einem Gespräch mit der Landesdirektion, keine Maßnahmen zur Abholung ergreifen werden und bitte Herrn Kollegen Kühn entsprechend zu verfahren. Drittens, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen möchte über die Genehmigung von Hygienekonzepten durch das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Dresden für Veranstaltungen der Messe Dresden GmbH beschließen. Als Grund für die Eilbedürftigkeit wird der geplante Parteitag der AfD Anfang Februar in der Messe genannt. Für diese Veranstaltung wurde aber bereits ein im Antrag gefordertes und vom Gesundheitsamt genehmigtes Hygienekonzept vertragsgegenständlich vereinbart. Frau Klebs wird dazu in der Fragestunde Ausführungen machen. Auch Verstöße gegen das Konzept können vom Ordnungsamt geahndet werden. Es gibt also auch hier keinen Grund, den Antrag ohne Frist und damit ordnungsgemäße Ladung zu behandeln. Um es kurz zusammenzufassen, insofern alle drei als eilig eingereichte Anträge werde ich heute hier nicht auf die Tagesordnung aufnehmen. Die Pause findet wie gewohnt gegen 18.30 Uhr statt. Damit eröffne ich die Sitzung und frage Sie zunächst, gibt es Anträge oder Fragen zur Tagesordnung? Herr Nitsche. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wenn ich Herrn Dr. Lammes jetzt richtig verstanden habe, hat er jetzt gerade aus der Begründung zum Beschluss vom 17. Dezember zitiert und nicht aus dem Beschluss vom 17. Dezember. Ich bin der Meinung, beziehungsweise wir als Freie Wähler, wir sollten hier im Stadtrat, und so habe ich das zumindest die letzten anderthalb Jahre auch aufgefasst, Beschlusstexte beschließen und nicht Begründungen. Und ich bin der Meinung, wir sollten über so ein wichtiges Bauvorhaben wie das Verwaltungszentrum auch hier im Stadtrat entscheiden und nicht in einer kommunalen Gesellschaft. Wir haben heute einen ähnlichen Antrag auf der Tagesordnung. Da geht es um eine sehr wichtige Sportstätte. Eine Sportstätte, bei der ein nahezu gleiches Verfahren gewählt wurde. Eine Jury, eine städtische Tochter, die im Nachgang damit beauftragt wird. Man kann dazu stehen, wie man will, ob man diese Verschuldung für diesen Beschluss Fragen oder Verständnisfragen oder Anträge zur Tagesordnung. Das habe ich bis jetzt noch nicht rausgehört, Herr Nitsche. Ja. Wir sind jetzt hier nicht in der Statement-Phase. Ja, wir haben ein nahezu ähnliches Verfahren heute. Und ich möchte gern, dass Sie mir erklären, was der wesentliche oder überhaupt der Unterschied zwischen diesen beiden gerade eben von mir genannten Verfahren ist und ob es denn richtig ist, dass wir als Stadtrat Begründungen beschließen oder ob wir Beschlusstexte beschließen. Vielen Dank. Selbstverständlich beschließen wir den Beschlusstext. Die Begründung hilft Ihnen, die Vorlage zu verstehen. Und die Ausführungen von Herrn Dr. Lammes haben auch, glaube ich, wenn man zugehört hat, auch mitbekommen, was der Unterschied ist. Wir haben im Punkt Verwaltungszentrum die Auftraggeberschaft übergeben an die KID, wohingegen das Heinz-Steuer-Stadion eben in der Stadt im Eigenbetrieb Sport realisiert wird. Das ist der wesentliche Unterschied. Und das ist üblicherweise auch eben genau in solchen Begründungen erläutert. Weitere Fragen, Anmerkungen zur Tagesordnung? Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie haben eben gerade die Nicht-Eilbedürftigkeit des Antrages der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen damit begründet, dass erstens
Sie festgestellt haben, dass ein solches Hygienekonzept auch unter Einbeziehung des Gesundheitsamtes auf dem Weg sei und zweitens, dass auch eine Administration der Einhaltung dieser Regeln über das Ordnungsamt gewährleistet sei. Gestatten Sie mir den Hinweis, genau das war der Grund für diesen Eilantrag, weil sowohl im Ältestenrat als auch im Ausschuss für Gesundheit genau diese Fragen verneint wurden und gesagt wurde, darauf hätten wir keinen Einfluss. Wenn sich mittlerweile die Verwaltung oder Sie, Herr Oberbürgermeister, da eines Besseren haben belehren lassen, dann ist in der Tat der Antrag überflüssig, aber nur unter dieser Voraussetzung. Und ich wollte noch mal begründen, dass die Eilbedürftigkeit vor Ihrer Erklärung zumindest begründet gewesen ist. Also richtig ist, wenn mündlich im Ältestenrat Thematiken vorgetragen werden, ohne dass wir alle Bereiche natürlich noch mal hinterfragen konnten, kann es zu Aussagen kommen, die unvollständig sind. Und insofern sind wir natürlich dem Punkt nachgegangen. Und so wie ich es eingangs auch formuliert habe, und Sie haben mir dann noch mal eine Frage gestellt, die dann Frau Klepsch beantworten wird, sodass ich das noch mal vollumfänglich hier in Kenntnis gesetzt werden, sodass, so wie Sie es betonen, sich von der Information im Ältestenrat bis zu der Information, die wir Ihnen heute geben, dieser Antrag überflüssig macht. Weitere Anträge zur Tagesordnung. Wir brauchen noch nie Geschäftsordnung, weil wir sind noch nie eingetreten, Herr Hanisch, aber bitte schön. Ich bitte darüber nachzudenken, ob man aufnehmen kann, dass das Essen im Sitzungssaal während der Ratssitzung in Anbetracht der Corona-Situation möglichst unterlassen wird. Wir Stadträte gehen raus, wir essen draußen. Ich finde es in der Missachtung ein bisschen der Würde des Rates, aber auch ein bisschen eine Missachtung der Corona-Regeln, wenn hier drinnen die Schnitten ausgepackt werden. Und insbesondere, sehen Sie es mir bitte nach, Herr Beigeordneter Bürgermeister Donhauser, wenn Sie hier Ihren Burger essen, ich finde das nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Bitte setzen Sie doch die Maske wieder auf und essen Sie in der Pause, wie wir anderen Stadträte auch. Vielen Dank. Also richtig ist, und darauf habe ich ja hingewiesen, dass wir unsere Hygieneregeln einhalten sollten und auch vorbildlich gegeneinander mit Vorsorge umgehen sollen, sodass wir keine Ansteckungsgefahren ausgehen lassen von unserem Handeln. Bisher, soweit ich informiert bin, und deswegen auch vielen Dank, dass Sie sich versucht haben, auch ordnungsgemäß zu verhalten, ist mir nicht bekannt, dass sich bisher ein Stadtrat angesteckt hat an Corona. Und das ist schon erstmal ein gutes Zeichen, dass Sie damit sehr vorbildlich umgehen. Und daran sollten wir uns weiterhin auch halten und auch daran festhalten, dass das nicht sich ändert. Gibt es weitere Meldungen zur Tagesordnung? Das sehe ich nicht. Dann gestatten Sie mir, dass wir zur Abstimmung über die Tagesordnung kommen. Wer der Tagesordnung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann sind zwei Enthaltungen, keine Gegenstimmen und 61 Ja-Stimmen. Damit wäre die Tagesordnung so bestätigt. Und damit lassen Sie uns einsteigen in die Abarbeitung der Tagesordnung und eben darauf schauen, dass wir möglichst auch zügig durch diese einzelnen Punkte durchsehen. Es beginnt mit Tagesordnungspunkt 1, Bericht des Oberbürgermeisters.